Ja, das war ein richtiger Close Call und davon werden wir uns heute noch mehr anschauen. Auch hier in Europa passiert es immer wieder mal, dass es zu einem ungewollten Zwischenfall mit einem Bären kommt. Es hat jetzt leider, muss man sagen, in den letzten Tagen hier in unserer Umgebung auch einen Bärenangriff mit Todesfall gegeben und ich dachte mir jetzt, das ist schon ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss und wo man halt auch vielleicht solche Zwischenfälle zukünftig verhindern könnte. Ja? Wir schauen uns zugleich auch mal ein paar Videos aus dem Netz an, reagieren darauf und analysieren sie und schauen, was können wir davon lernen. Und ich werde dir einige Dinge verraten, die dir nicht viele sagen und woran deswegen viele auch nicht denken. Viele denken, dass eine Feuerwaffe effektiv gegen Bären ist. Ist sie auch, unter der Voraussetzung, dass du sie sehr gut beherrschst. Du musst dir mal vorstellen, so ein Bär läuft 30 bis 50 km/h schnell. Der macht 10 Meter pro Sekunde ungefähr. Wenn jetzt ein solcher Bär auf dich zuläuft und du ihn, ich sag mal, in einer Entfernung von 20, 25 Metern bemerkst, dann hast du noch weniger als 2 Sekunden Zeit, um deine Waffe zu ziehen, anzulegen, zu zielen und zu schießen. Und der erste Schuss muss treffen, und zwar so gut, dass er den Bären stoppt, weil einen zweiten Versuch hast du nicht. Ich möchte mal demonstrieren, was für eine verdammt kurze Zeit 2 Sekunden sind. Ich habe dazu hier solche Quick Draw Übungen gemacht, also Übungen, um die Fähigkeit zu perfektionieren, seine Waffe schnell einsatzbereit zu haben. Also es gibt hier ein Piepssignal und das piepst halt einfach unerwartet und ich muss dann die Waffe ziehen, sie spannen und anlegen. Und wie du siehst, brauche ich tatsächlich eine gewisse Zeit. Und das hier war ja noch immer relativ schnell, aber einmal ist mir zum Beispiel sogar das passiert. Scheiße nochmal! Ja, und in diesem Fall hätte der Bär zweifelsohne gewonnen. Und du musst dir vorstellen, diese präzise Bewegung zur Waffe greifen, anlegen, zielen, abdrücken und dann auch genau treffen, das musst du alles, während dein Körper von Adrenalin durchströmt wird. Das muss man mehrmals geübt haben. Und mit mehrmals meine ich mehrere hundert Mal musst du diese Bewegung geübt haben, damit du sie sehr gut beherrschst. Und wenn der erste Schuss nicht sitzt, wenn du daneben schießt oder den Bär nur verwundest, dann kann es sein, dass du dann noch viel Ärger eins auf die Mütze bekommst. Das heißt, eine solche Waffe kann auch die Situation verschlimmern. Sie kann dazu führen, dass du dich selbst in eine noch viel gefährlichere Situation bringst, als sie ohnehin schon ist, weil du es plötzlich mit einem verwundeten Raubtier zu tun hast und nicht nur mit einem Bär, der vielleicht noch nicht mal angegriffen hätte und vielleicht eher einen Scheinangriff gemacht hätte, weil das machen Bären häufig. Das werden wir auch noch später in diesem Video anschauen. Eine wesentlich effektivere Waffe ist Bärenspray. Bärenspray beinhaltet einerseits Capsaicin in einer erhöhten Konzentration, wie wir es auch beim Pfefferspray haben, und andererseits können dort auch noch weitere Substanzen beinhaltet sein, die halt nun mal reizend speziell auf Bären wirken. Beim Bärenspray brauchst du auch nicht so erfahren und geschickt zu sein wie im Umgang mit einem Revolver. Mit dem Bärenspray immer auf das Gesicht des Bären zielen, weil dort seine Augen sind und seine Nase und alles, was halt irgendwo empfindlich ist, bitte keine Gegenstände mit Bärenspray einsprühen in der Hoffnung, dass dann irgendwie ein Bär davon vertrieben wird, weil wenn das Bärenspray in einer geringeren Konzentration auf Gegenständen haftet, dann verströmt es einen gewissen Duft und das kann tatsächlich sogar einen Bären anlocken. Hier sehen wir ein weiteres Video von einer Begegnung zwischen Mensch und Bär. Ja, und was wir hier sehen, hier ist dieser Ranger und plötzlich startet dieser Bär einen Scheinangriff. Er will den Ranger nicht direkt angreifen, sondern er rennt auf ihn zu und so im letzten Moment bleibt er wieder stehen und tritt ab. Das machen Bären sehr häufig. Was mir hier auffällt, ist, dass hier an der Pfote der Bär offensichtlich eine Verletzung hat, weil er die Pfote schont. Also das ist ein verletztes Tier und verletzte Raubtiere sind gefährlich. Der Ranger holt jetzt hier so ein Gewehr raus und schießt mit einem Gummigeschoss auf den Bär. Das tötet den Bär nicht, aber es ist für ihn so schmerzhaft, dass er halt sich beim nächsten Mal besser überlegt, ob er jetzt nochmal auf einen Menschen zurennt. Und zum Schluss sehen wir, schießt er nochmal in die Luft und das ist so eine Art Knallkörper, der in der Luft dann explodiert. Und dieser laute Knall vertreibt dann den Bären nochmal zusätzlich.
Laute Geräusche können einen Bären erschrecken und das kann dazu führen, dass er flüchtet. Wichtig zu beachten ist aber auch hierbei wieder, dass es auf die Situation ankommt. Denn dieser Schreck, den man im Bär auslöst, der löst eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Und wie du schon merkst, ist hier auch das Wort Kampf drinnen. Wenn der Bär irgendwie das Gefühl hat, er wird hier in die Enge getrieben und er kommt hier nicht weg, ja, er hat keinen Ausweg, dann kann es sein, dass er durch das laute Geräusch nicht vertrieben wird, sondern angreift. Also auch das bei einer Begegnung mit einem solchen Tier berücksichtigen. Wenn du in einem Bärengebiet unterwegs bist, ist es sehr wichtig, dass du auf jeden Fall die Augen und die Ohren offen hältst. Schaue nach vorne, soweit es geht. Bleib immer wieder mal stehen und check die Lage. Sei an unübersichtlichen Stellen besonders vorsichtig. Hier sehen wir zum Beispiel eine Kurve und auf der anderen Seite der Kurve könnte sich durchaus ein Bär befinden. Wichtig ist, dass man hier nicht einfach hineinläuft, sondern erstmal stehen bleibt und die Ohren spitzt. Höre ich auf der anderen Seite irgendetwas? Höre ich es rascheln oder habe ich das Gefühl, dass da irgendetwas oder irgendwer ist? Und wenn ich irgendetwas auf der anderen Seite rascheln höre, dann gehe ich erstmal wieder ein paar Schritte zurück und schaue, was da kommt. Und wenn ich nichts höre, dann kann ich in diese Kurve reingehen. Immer langsam, nicht zu schnell. Man geht nicht auf der inneren Seite der Kurve, sondern auf der Außenseite, weil man da weiter nach vorne sieht. Und wenn dann dort trotzdem plötzlich ein Bär ist, dann schreie ich nicht rum oder versuche den Bär jetzt zu vertreiben, sondern ich gehe einfach langsam und kontrolliert wieder zurück. Ja, und auch ein bisschen so auf sein Bauchgefühl hören. Wenn du irgendwie ein komisches Gefühl hast in irgendeiner Gegend, ja, das passiert mir oft. Manchmal war ich zum Beispiel hier in dieser Gegend unterwegs und da gibt es auch Bären. Da hat es auch schon einen oder mehrere Angriffe auf Menschen gegeben und ich gehe dort oft hin, weil es mir dort halt gefällt und weil es schön ist, weil ich mich wohlfühle, weil ich dort gerne Tiere suchen gehe, Videos aufnehmen und so weiter. Und manchmal passiert es, dass ich auf einmal ein ganz seltsames Gefühl bekomme. So ein Gefühl, wo du dir denkst, so besser ich verschwinde von hier. Hör auf diese Gefühle und verschwinde dann von diesem Ort, weil vielleicht ist es dein Instinkt, der dich warnt. No! Ruger! Ruger, no! Auch sowas sollte man niemals machen. Hunde bitte immer an die Leine nehmen, ja, weil der Hund, der checkt das oftmals nicht und dann rennt er zum Bär hin und manchmal kann sich der Bär vom Hund provoziert fühlen und wenn jetzt der Bär dann irgendwie mit dem Hund Streit anfängt oder der Hund mit dem Bär, dann kann es sein, dass dieser Hund wieder zu dir zurückläuft und dann kommt der Bär dir entgegen und dann hast du das Problem. Ja. Hier sehen wir jetzt noch ein Video mit einer Begegnung hier in Italien, diesmal zwischen einem Motorradfahrer und einem Bären. Me ne vado. Vado io. Tranquillo. Stai lì, eh? Nachher zeige ich dir noch ein weiteres Video mit Motorradfahrern, bei denen es ein wenig brenzlig wurde. Adesso me ne vado. Però non mi devi caricare, ok? Ok. Rimani così. Mi giro, me ne vado. Diese Person hier hat jedenfalls alles richtig gemacht. Er ist ruhig geblieben, er hat nicht versucht, sich mit dem Bär irgendwie anzulegen oder ihn zu vertreiben, er ist nicht davon gerannt, er hat keinen Krawall gemacht, sondern er hat ruhig zum Bären gesprochen, er hat auf sich aufmerksam gemacht, ja, und er sagt hier sowas wie, na, bleib ruhig, ich gehe schon weg, na, du kannst hier bleiben, ich bin derjenige, der geht. Und dann ist er einfach davon gegangen und alles ist friedlich ausgegangen. Vieni Ale, vai vai. Sì, la sto facendo, vieni. Und auch das ist ein Video, das hier in Italien vor allem ziemlich bekannt geworden ist. Eine Familie, die einen Bären begegnet hat. Was auch hier diese Leute definitiv richtig gemacht haben, ist ruhig zu bleiben. Was hier weniger richtig war, ist, dass der Junge dem Bären den Rücken zukehrt. Also die Eltern hätten hier stehen bleiben sollen und warten sollen, bis ihr Kind zu ihnen kommt und dann hätten sie langsam zurückgehen sollen, aber nicht dem Bären den Rücken zukehren. Niemals einem potenziell gefährlichen Tier den Rücken zukehren. Auch nicht irgendeinem Ziegenbock oder so, weil auch der rennt hier in die Wirbelsäule rein.
sein, wenn er gerade seine 5 Minuten hat. Das waren jetzt alles Begegnungen, die relativ friedlich ausgegangen sind. Was macht man aber, wenn der Bär aggressiv wird? Und tatsächlich, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber auch in solchen Situationen ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Denn sehr oft machen Bären keine richtigen Angriffe, sondern eben Scheinangriffe. Der Bär rennt auf dich zu und im letzten Moment läuft er so an dir vorbei. Und wenn du in dem Moment einen Fehler machst, wenn du ihm den Rücken zukehrst oder wenn du davonläufst, oder so, dann rennt dir dieser Bär hinterher und dann kann es sein, dass er dich umhaut und dich ein bisschen durch die Gegend schleift. Hier haben wir einen Jäger, der auf einen Bären getroffen ist und der Bär scheint nicht gerade amüsiert zu sein und rennt auf diesen Jäger zu, aber er greift ihn nie richtig an. Er rennt immer auf ihn zu und dann, ein paar Meter vor ihm, rennt er wieder davon. Und auch dieser Jäger hat alles richtig gemacht. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Feuerwaffen einsetzen kann. Nämlich im Idealfall überhaupt nicht. Mal angenommen, er hätte jetzt auf den Bären geschossen und hätte ihn aber nicht tödlich getroffen, sondern nur verwundet. Dann wäre die Sache anders ausgegangen. Also in diesem Fall hätte sich der Jäger mit seiner Waffe, die eigentlich der Verteidigung dienen soll, in Gefahr gebracht. Ja, und hier sehen wir jetzt dieses Video mit den beiden Motorradfahrern, wo auch der Bär aggressiv geworden ist. Der Bär rennt auf die Leute zu und sie machen Krawall mit den Motorrädern. Ob jetzt dieser Krawall den Bär vertrieben hat oder ob das ein Scheinangriff war und er auch einfach genau dasselbe Verhalten gezeigt hätte, auch ohne diesen Krach, das kann man jetzt im Nachhinein nicht genau sagen. Es ist sehr wichtig, dass man auch versteht, dass ein Bärenangriff einzigartig ist. Kein Bärenangriff ist so wie der andere. Es gibt da kein fixes Protokoll mit irgendwelchen Regeln, die man befolgen muss, was man machen muss und dann passiert nichts. Es gibt nur Dinge, die dazu führen können, dass der Bär seinen Angriff abbricht, aber manchmal in seltenen Fällen können genau solche Dinge auch wiederum dazu führen, dass der Bär seinen Angriff weitermacht. Was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese Gentlemen hier einfach irgendwo im Wald abseits des Weges unterwegs sind. Möglicherweise hat sich der Bär erst gerade durch das Geräusch der Motorräder provoziert gefühlt und vielleicht war gerade das der Grund, weshalb der jetzt auf sie zugerannt ist. Wichtig ist auch, bleibe auf den Wegen, gehe nicht irgendwo querfeldein, wo du dich nicht auskennst und wenn du rausgehst, dann geh bevorzugt in größeren Gruppen raus und nicht alleine oder in der Nacht, so wie ich das oft mache. Naja, wenn du Bärenspray bei dir hast, dann solltest du es einsetzen und wenn du keine Waffe bei dir hast, dann bleibt dir im Endeffekt nicht viel übrig, als deine Arme und Hände so schützend um deinen Nacken zu legen und deinen Kopf und dein Gesicht zu schützen und zu hoffen, dass der Bär seinen Angriff frühzeitig abbricht, bevor du stirbst. Vorsichtig sein, Augen und Ohren offen halten, die Wanderwege nicht verlassen, Hunde bitte an die Leine nehmen, sich bemerkbar machen, unübersichtliche Stellen vermeiden, in einer größeren Gruppe gehen und nicht unbedingt alleine unterwegs sein, insbesondere in der Nacht nicht alleine durch die Wälder laufen, Bärenspray mitnehmen, falls man eines hat, bei einer Begegnung ruhig bleiben. Mach das und dann bist du auf einer relativ sicheren Seite, aber sei dir immer bewusst, das sind Tiere, mit denen man sich nicht anlegt. Wesentlich beunruhigender als einen Bären finde ich die kleinen Dinge, die man nicht sehen kann. Wie zum Beispiel diesen Parasiten, der sich in unseren Lebensmitteln befinden kann. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn du ihn dir einfängst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann.